Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Zur Replay-Ausgabe in dieser Woche. In der ersten Runde sehen wir King Dingling im T-34-2, Tier 8 Standard Tech Tree Medium bei den Chinesen. Und er fährt ihn hier mit der 122mm Kanone. Das ist ein bisschen komisch, weil Tanks GG mir standardmäßig die 100mm hier als Top Gun ausspuckt. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil die hat gerade mal nur 181 Pen. Aber die 122er hier mit 212 Pen auf Standard AP. Premium ist eine Heat mit 280 Pen. Damit kann man sich durchaus erwehren. 360 der Alpha. Was ein bisschen tricky ist, ist die Genauigkeit und auch die Einzielzeit hier mit 0,43 und 2,9 Sekunden Einzielzeit. 61 Pen auf HE, 530 da der Alpha, 1800 die DPM bei 12 Sekunden Nachladezeit, 56er Topspeed, 20 rückwärts, ein brauchbares Leistungsgewicht von 17,94 PS pro Tonne und typisch für die chinesischen, russischen Fahrzeuge eine schlechte Gun Depression von gerade mal 5 Grad, 380 Meter Sichtweite und die Panzerung, ja, am Turm einigermaßen brauchbar. Die Wanne ist relativ weich. Es ist also eher ein Medium, der einfach aufgrund auch der Kanone auf relativ kurze Distanz eigentlich gespielt werden will. Deswegen wundere ich mich hier, Top-Tier auf Stutsjanki nicht in den Süden gefahren, sondern ist hier Richtung Heavies gefahren, um aber in den Süden zu wirken. Ihr seht aber schon das Problem hier, man kann nicht bis zum Kartenrand im Süden gucken, abgesehen mal davon, dass man auch vielleicht keinen Schusskanal hat, aber die Zeichenreichweite ist jetzt hier insofern limitiert, beziehungsweise die Karte ist einfach zu groß. Ja, seine Teammates blinden hier auf die letzte Position des 1375, da an diesem Haus in den Busch rein. Ja, da kann man ein bisschen Glück haben. Die Frage ist aber noch, ob er dort überhaupt steht. Und ja, genau. Wenn er da steht, dann geht man hier höchstwahrscheinlich auf. Und genau das macht er hier auch. Er blindet quasi zurück, beziehungsweise er schießt. Na, der 1375 hat ja gar nicht geschossen. So, der Even 90 geht da jetzt ran, macht da was auf. In dem Moment fährt aber King Dingling hier zurück. Okay, der 1390 ist aber gar nicht richtig reingefahren. Auf den Kometen. Ja, schade. Wenn du stehen geblieben wärst, hättest du höchstwahrscheinlich den Schuss in den Kometen reingekriegt. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Die Softstats auf der Kanone sind für die Ungenauigkeit und für die Einzielzeit ja nicht mehr als in Ordnung. Also, das ist schon eher heavy-like Gameplay. Oh, hallo Komet. Ja, ja, da. Oh, ja, gut, okay. Da flog die Granate nicht dahin, wo man sie haben will. Hallo Burask. Burask fährt runter. CS-44. Also man kann hier durchaus stehen. Das Ding ist halt, die Turmpanzerung auf dem Fahrzeug ist halt ganz gut. Und selbst wenn man hier aufgeht, müssen die Gegner einen erstmal treffen. Und dann auch durchschlagen. Also man kann hier mit einer schlechten Gun Depression gut über den Turm spielen. Das funktioniert schon. Aber die Grundvoraussetzung ist natürlich trotzdem, dass die Teammates im Süden da so einigermaßen ihren Job machen. Und deswegen kann man hier auch die Diskussion durchaus aufmachen, ob King Dingling hier im Süden nicht einfach selber besser aufgehoben wäre und dort direkt eingreifen könnte, als hier mit diesem nicht unbedingt sniperfähigen Fahrzeug von dieser Position aus in den Süden wirkt. Aber darüber kann man sich durchaus streiten. Es ist zumindest ungewöhnlich, auf dieser Position ein Medium zu sehen. So, und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob irgendwann mal von diesen Blindshots auch mal was jemand rausgenommen wird. Oder, hallo, WZ? Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, nein, Stein. Stein, da, ja, Schuss. Ach, okay. Er geht vorher raus. Schade, aber auf der anderen Seite auch gut. Tod ist tot. Jetzt kommt der T-34-100. King Dingling bleibt da drauf. Oh, der Tiger. Tiger, du bist im Weg und du lebst da gefährlich. Hallo. Zack. Schöner Hit. Der T-34 macht ihn auf. Der Tiger zeigt den Arsch. IS kann zu treffen. Jawohl. IS trifft. Jetzt haben wir da oben eine Vipera noch. Der T-25 AT hier, der ist rausgegangen. Ich weiß, ich habe gerade nicht aufgepasst, von wem der jetzt rausgegangen ist.
Jetzt hast du natürlich ein Problem. Du hast jetzt hier ein gewisses Kreuzfeuer. Wenn die Vipera von oben kommt, macht sie dich auf, kann dir nachschießen. Und auf der anderen Seite, oh, schade. Die hier im Süden, so, komm, in den IS. Oh, hast du ein Schwein! Die Fluggeschwindigkeiten auf der AP sind nämlich nicht die besten mit gerade mal 800 Metern pro Sekunde. Die Heatgranate ist noch langsamer mit 640 Meter. Und ja, das ist dankbar hier. Das ist durchaus dankbar. So, jetzt Burask. Oder erstmal die Kanone vom STA-1. Tschüss! Sehr gut. Und jetzt würde ich fast sagen, komm, HE. HE in den Burask. Aber der geht leider nicht nochmal auf. So, dann eben in den T25-2. Und ja, das ist natürlich jetzt schönes Farmfest hier. Die Vipera von der anderen Seite traut sich da anscheinend nicht. Entsprechend kann man jetzt hier schön auf die abfarmen. Da ist immer noch der Burask. Der Burask ist halt gefährlich. Der Burask muss raus. Oder der Light. Burask. Nein! Ah, der war nicht gut gezielt. Aber das ist halt auch schwierig, auf die Distanzen mit den Fluggeschwindigkeiten da gut zu antizipieren. Das Problem ist, dass die Vipera da jetzt alleine ist. Und... oh, der ist dankbar. Tschüss. Schade. Was für ein Low-Roll hier mit 307. So, und so langsam gehen King Dingeling hier die AP-Granaten aus. Er hat noch 15 Heat. Da ist der Burask. Der Burask. Jawoll. Jetzt... sehr gut, das war wichtig. Jetzt haben sie insofern den Rücken erstmal wieder ein bisschen frei, falls hier der TKP kommt, beziehungsweise die Vipera. Ich frage mich eigentlich, wann die kommen. Eigentlich könnten die so langsam. Es steht 8 zu 9. Die Runde ist rein von den Hitpots auch noch recht ausgeglichen. Und ich muss schon sagen, da ist die hinter dir, Vipera, ist die Vipera. Au, das war Nummer 1, aber du willst... ja, das ist jetzt... oh nein. Ja, okay, er fährt nach vorne raus. Ja, da kommt TKP und Vipera. Ich glaube, du wolltest jetzt hier unbedingt noch den CS-44 raushaben. Da war natürlich jetzt... das war jetzt die richtige Entscheidung, einfach nach vorne erstmal wegzufahren. Und jetzt hier das Ganze von hinten. Die Vipera ist One-Shot. Die als erstes bitte. Jawohl. Der Ude ist jetzt erstmal dem IS hier helfen. Wieder hinter den TKP, genau. Hallo. Boom. Turmzeit. Ja, sehr gut. IS kann den TKP rausnehmen. Und jetzt, ja, das ist jetzt blöd mit einer Heatgranate in den Udes. Da würde sich fast eine HE lohnen. Der Udes zieht ja zum Glück nur die Kette. Es steht 10 zu 11. Das Ding ist hier auf Messerschneide. Ah, okay, der Udes fährt weg. Ich hätte den Blindshot aber auch genommen. So, was macht der Udes da? Ja, tschüss, Udes. Ja! Da geht die Heatgranate in die Kette, verdammte Scheiße. Ja, deswegen halt, nur eine Udes 03 kann man durchaus mal mit HE ärgern. Da ist der Komet. Ja, gerne doch. So, Komet, kann man sich noch einen Schuss fangen im Zweifelsfall. Der bounced, ja, über den Turm gut gespielt. Da ist der CS-44, auch der ist ein One-Shot. Macht er hier gut, hin und her wickeln, nützt ihm leider noch nichts. Der CS-44 durchschlägt dich da leider trotzdem. Oh ja, okay, wow, das ist natürlich dankbar, was der CS-44 da jetzt macht. Aber gut, er war auch der Letzte. Jetzt ist nur noch die Arti da. Dass das hier gewonnen wird, ist ja ein bisschen glücklich, aber auch am Ende gut gemacht hier. Gerade der Move dann gegen die Vipera und den Tiger P. Und jetzt auch schön nochmal umgeladen auf die HE-Granate, damit man es keine teure Heat gegen die Arti ausgeben muss, die im Zweifelsfall eh in die Kette, in den Ketten hängen bleibt, zumal die Crusader SP auch relativ flach ist. Das kann jetzt natürlich mit der, ja okay, hat sich erledigt, das kann mit der HE auch passieren, aber es ist immer noch kostengünstiger, als jetzt hier eine teure Heat-Granate auszugeben. Die Auswertung zeigt uns ein Panzerass, den Unterstützer, das Großkaliber, 4440 Schadenspunkte, sehr, sehr gut. 4 Kills, 1366 Basis. Ja, es war am Ende ein bisschen teuer, weil einfach die AP-Granaten alle waren. Dementsprechend dann, ja, mussten die Heat-Granaten herhalten, obwohl es
nicht immer notwendig war, aber so ist es halt, wenn man einfach leer geschossen ist. Trotzdem 11.500 Credits plus, knapp 1.400 Support noch und insgesamt mit den ganzen XP-Boni, die hier am Laufen waren, fast 12.300 Erfahrungspunkte. Wir bleiben auch in der zweiten Runde auf Tier 8. Wir haben hier eine Top-Tier-Runde, gespielt von Bernie in seinem T26 E5 Patriot. Und wir machen kurz Pause. Wir sehen, was er eingebaut hat. Eine Lüftung, ein Stabi, ein Ansetzer. Der erste Slot ist der Kategorieslot mit der Überlebensfähigkeit. Hätte man auch eine Härtung einbauen können, aber die Lüftung ist halt hier sehr universell. Wir sind auf Malinowka in einem Begegnungsgefecht. Das heißt, der Cap-Punkt ist unten am Wasser in der Mitte. Es gibt nur den einen. Und die Wege, das habe ich auch wieder mal immer schon wieder gesagt, die Wege bei diesen Begegnungsgefechten sind recht kurz. Das heißt, also bis man den Gegner sieht. Und das ist auch hier der Fall. Das heißt, man kann ja mit einem sehr guten First Spot schon mal wissen, was passiert. Ich bin gespannt. Der Gegner hat einen BZ-176. Er ist quasi dagegen gematcht. Spannend, muss man schon sagen. Das wird hier lustig hier oben auf dem Hügel. Es ist eine Artillerie dabei. Die steht unten auf K0. Und ich hoffe mal, dass die hier gut supporten kann. Der Patriot ist kein schlechtes Fahrzeug. Mittlerweile schon ein bisschen älter. Ein amerikanischer Premium Heavy, der auch in der Nicht-Patriot-Variante über Bonds erhältlich ist. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob auch die Patriot-Variante, also die mit der Patriot-Tarnung, hier in, für die Bonds enthalten ist. Habe ich gar nicht im Kopf. Ihr werdet es wissen und mir in die Kommentare schreiben. Er hat eine 90mm Kanone und das ist so ein bisschen die Krux bei diesem Heavy, denn die hat nur 240 Alpha. Die Durchschlagswerte sind recht gut bei 230 auf Standard-APCR. Premium ist ein bisschen mäßig mit 259 und ja, der BZ, der gönnt ja erstmal die Turmseite und die Unterwanne. Wie gesagt, 240 der Alpha, nicht wirklich überragend. Die Vipera hier, aua, tut da mal direkt weh. Wir haben eine Grundgenauigkeit von 0,38, 2,3 Sekunden Einzielzeit. Und eine Nachladezeit von 7,2 Sekunden. So, die Vipera könnte hier fies werden. Der BZ da mit... Weiß ich gar nicht. Also er bounced auf jeden Fall. Wird unten komischerweise gar nicht angezeigt. Vipera scheint leer zu sein. Und damit jetzt auch genau die Gelegenheit nutzen und sie rausnehmen. Der Patriot kann mit seinen 10 Grad Gun Depression recht gut Hold-Down kämpfen. Und auch der Turm ist eigentlich relativ gut bis sehr gut. Die Wanne, auch die Oberwanne, gar nicht mal so übel. Ja, das Problem ist halt wirklich die Trade-Fähigkeiten dieses Fahrzeugs. Was macht denn er hier? Ja, nee, ist klar. Die Trade-Fähigkeiten gegen andere Heavys sind halt mit diesem 240er Alpha ein bisschen eingeschränkt. Wenn man ihn als Medium spielen will, kann man das schon machen. Man sollte aber wissen, dass die Top-Speed-Werte nicht die allerbesten sind. Er schafft auf harten Böden gerade mal 36 Stundenkilometer. Erstmal hier schön den Pantera wegrammen. Da kommt der BZ noch zu Hilfe. Und wir sind bei 2300 Schadenspunkten. So, hier brennt irgendwo der Düsenantrieb vom BZ ab. Und da geht es weiter in den Karo, in die Unterwanne. Sehr gut. Ja, also als Medium kann man das schon machen. Man darf dann bloß nicht den Anschluss verlieren, weil 15,09 PS pro Tonne Leistungsgewicht sind jetzt auch nicht so überragend, muss man sagen. So, es geht Richtung BZ. Also Richtung BZ-176. Die Artillerie trifft ihn da. Sehr gut. Er ist im Stun. So, hier haben wir das Problem. Wir brauchen, ja, wir brauchen die Wanne. Beim Turm brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen. So, da kommt er wieder auf... Ah, schade. Hat er vor den Kettentreffer versucht, aber kriegt er leider nicht. So, und ja, der BZ-58 macht es hier. Und jetzt ist es freies Farmfest in die Seite des IS hier. Wir sind bei 3600, 3900 Schadenspunkten. Da kommt die Artillerie, sagt kurz Hallo. Und 462 Support haben wir auch schon. Die Hummel macht zum Glück keinen Damage. Der BZ dort, der 58er,
Der scheint offen zu sein. Und Bernie rutscht jetzt hier runter. Oh, das war sehr optimistisch. Da hätten auch ein paar Hitpoints weggehen können. Und es geht Richtung 07, der da irgendwo auf der Camper-Position stand. Das Gute ist, dass jetzt unten schon der A43 sich in den Cap gestellt hat, einfach um so ein bisschen Druck auszuüben. Bei diesen Begegnungsgefechten, hallo, bei diesen Begegnungsgefechten läuft der Timer für den Cap deutlich langsamer, aber es kann trotzdem sinnvoll sein, da sich einfach mal reinzustellen bei gewissen Spielsituationen, um da einfach Druck auf den Gegner auszuüben. So, da hat sich jetzt ein T34 auf den Hill gesneakt. Ja, Snapshots sind jetzt nicht unbedingt die Stärke des Patriots. Aber der E25 und der STA-1 scheinen sich da auch schon drum zu kümmern. Da ist der IS-2. Den trifft er leider nicht. So, nochmal nachschießen. Yes, sehr gut. Schöner High-Roll. Und dort ist der Challenger. Und da sind noch einige Hitpoints hier unterwegs, die man da abfarmen kann. Nochmal auf den IS. Jawohl. Mal eben 4.900 Schadenspunkte. Machen wir die 5.000 voll. Na, noch nicht. Noch nicht. Ah, kriegt er die 5.000 voll hier? Komm schon, komm schon. Nein. Was? Bist du gerade an dem Klohäuschen hängen geblieben mit einer Granate? Oder wo ist die hingegangen? Da sind wir bei über 5.000 Schadenspunkten und 2 Kills. Richtig schöne Runde hier. So, der Challenger geht raus. Wir haben noch den IS-2. Und mir geht so langsam die Stimme weg. Und irgendwo hier war noch der 07. Da ist der IS. Oh, oh, wie ärgerlich. Da ist der... Oh, der 07 ist auch noch voll. Da gibt es noch richtig Gönner-Hitpoints. Das gibt es nicht. Jawoll. Aber ob das hier die 6000 Damage werden? Vielleicht anzünden? Nee. 5-9? Komm, 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 komm. Jawoll. Der Kill kommt noch, aber für die 6000 Damage reicht das noch nicht. Dafür muss jetzt noch die Artillerie dran glauben. Die macht ihn hier auf. What the fuck? Hallo Hummel. Da sind die 6000 Damage. Sehr gut. Noch ein bisschen Support obendrauf. Und den dritten Kill. Ja, der bleibt dann beim Chieftain hängen. Der vierte eigentlich. Ja, den dritten Kill hat Bernie natürlich bekommen. Der vierte Kill auf die Hummel. Der bleibt am Ende verwehrt, aber nichtsdestotrotz. 6.148 Schadenspunkte in der Top-Tier-Runde. Das muss man sich mal überlegen. Ja, es ist natürlich einfacher als 8er Top-Tier gegen 6er Damage zu machen, das ist klar. Aber es fahren ja auch gar nicht so viele Lebenspunkte rum. Also von daher richtig starke Runde. 1.767 Basiserfahrungspunkte gibt es hier. Das Ganze war mit Standardmunition gespielt. Brauchte man jetzt auch nicht unbedingt. Die Schüsse auf den Turm des BZ-176 wären auch mit Premium nicht durchgegangen. Und für die Unterwanne, beziehungsweise für die Seitenpanzerung, reicht dann auch die Standardmunition. Dementsprechend sind es hier 236.000 Credits aus der Runde raus, 728 Support und insgesamt 6.893 Erfahrungspunkte. Und ehe jetzt meine Stimme gleich komplett weg ist, lasst dem Video einfach einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt: Gemontfan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine, Baron und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.